Sockinas, Angry Bot ist back to school und nimmt euch mit. Und die Dame im Schulmädchenkostüm könnt ihr auch gleich wieder vergessen, denn shit is getting serious hier. Kein Spaß, ja, ja doch, ein bisschen Spaß muss sein, völlig klar. Aber hier geht's vor allen Dingen um Theorie. Angereichert mit Praxis, aber vor allen Dingen Theorie. Zumindest in den ersten Videos. Keine Sorge, ihr werdet euch nicht nur Vorträge von mir anhören, sondern auch handfeste Informationen an die Hand bekommen. Und ich werde euch auch konkret aufzeigen, was ihr mit diesen Informationen anfangen könnt und vor allen Dingen, wie ihr sie in die Praxis umsetzt, anhand schon von mir bekannter Spielart und Weise. Die bisherigen How-To-Videos, also nicht nur für Star Citizen, sondern eben auch in allem anderen, waren direkt in-game und mit mündlichen Erläuterungen, aber ohne weitere Zusätze. Und das ist in einigen Fällen einfach unglücklich. Das ist der eine Grund, warum ich das hier überhaupt mache. Und der zweite Grund, Flight School für Star Citizen Arena Commander oder Star Citizen im Allgemeinen, habe ich ja nun schon ein paar Mal angekündigt. Und meine Ankündigungen sind nicht nur hohles Gewäsch, sondern ernst zu nehmen, ja. Also hier wird nicht nur gelabert, sondern auch gemacht. Und das tun wir auch. Denn mit diesem Intro-Video startet die Flight School, beziehungsweise das ist erstmal die Einleitung. Hier erkläre ich euch kurz, worum es geht und was wir tun. Und starten wird das Ganze dann mit dem ersten konkreten Video Ende November. In diesem Video werde ich euch aber schon den unangenehmsten theoretischen Teil vermitteln, damit wir das schon mal hinter uns gebracht haben und ihr euch darüber keine Gedanken mehr machen müsst und wir tatsächlich an die etwas interessanteren Geschichten rangehen können. Und das ist die Begriffsklärung. Begriffsklärung warum? Weil es bestimmte Begriffe gibt, die wir sehr häufig einsetzen werden oder die ich sehr häufig gebrauchen werde auch. Und die ihr kennen solltet und vor allen Dingen auch deshalb, weil es für einige dieser Begriffe auch mehrere Bezeichnungen gibt und nicht sozusagen die offizielle, einzig richtige, insbesondere was die Übersetzung aus dem Englischen anbelangt. Das werden wir also heute in diesem Video klären, aber bevor wir dahin einsteigen, möchte ich euch kurz was zur Flight School und der damit verbundenen Strukturen Inhalte sagen. Zur Struktur, ich plane eine wöchentliche Erscheinung, das heißt einmal pro Woche wird ein Video erscheinen, das wird nicht länger als 10 Minuten sein und voraussichtlich immer an einem Sonntag erscheinen. Es ist allerdings so, berufsbedingt und so weiter und so fort, ist es nicht immer möglich, dass ich das durchweg einhalte. Und klar, Feiertage, Urlaubszeiten, sowas ist natürlich auch mal dazwischen, aber prinzipiell ist das erstmal der Rhythmus, der Erscheinungsrhythmus. Und das Ganze ist so angelegt, dass ihr mit jedem Video eine Lektion vermittelt bekommt und am Ende der Lektion, denn sonst wäre es ja auch keine Schule, bekommt ihr auch Hausaufgaben. Richtig gehört, Hausaufgaben. Und diese werdet ihr dann hoffenswerterweise umsetzen. Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist einfach, dass ihr eben nicht nur die Theorie und die praktische Anweisung kennt, sondern auch diese Dinge in die Praxis umsetzt. Das heißt, ihr bekommt eine Lektion, ihr habt dann eine Woche Zeit, diese Lektion umzusetzen und somit zu üben. Das ist also eure Hausaufgabe, die wird aber bei jedem Video einzeln benannt in konkreter Art und Weise. Und an dem darauffolgenden Sonntag dann die nächste Lektion. Und das Ganze ist so strukturiert und aufgebaut, dass die Videos und Inhalte aufeinander aufbauen, eine sinnvolle Reihenfolge haben und euch eben von der Theorie über die Flugpraxis zum Kampf führen. Ja, und Kampf tatsächlich, das ist der letzte Step, denn wer nicht fliegen kann, braucht keine Dogfights zu beginnen. Ja, das kann man schon mal vollkommen vergessen, wenn man es nicht drauf hat, dann ist man einfach nur ein leichtes Opfer. Gut, das zur Flight School und zur Struktur und ich hoffe, das interessiert euch genauso sehr wie mich. Und bevor es dann jetzt zu weit geht vom Thema her, steigen wir direkt in die Themenübersicht ein. Und die Themenübersicht zeigt euch, wie ich die Flight School strukturiert habe thematisch. Wir haben, ja, um jetzt im Terminus der Schule zu bleiben, einen Lehrplan. Der gliedert sich in drei Abschnitte. Das ist Nummer 1, Flugphysik, Mechanik und Schiffe.
Ja, kenne dein Werkzeug und das deines Feindes, also genau das, was es aussagt. Nummer 2, fliegen und manövrieren. Zwinge deinen Gegenspieler zum Reagieren. Das heißt, wie müsst ihr fliegen, um stets die Oberhand zu behalten? Wie könnt ihr das erreichen? Und was tut ihr, wenn das nicht der Fall ist? Abschnitt Nummer 3, bewaffneter Kampf, austeilen und einstecken. Da geht es also wirklich darum, ja, piu, 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 rumballern. Rumballern, ja, aber auch einstecken. Das ist ganz wichtig. Das heißt, was tut ihr, wenn ihr Treffer kassiert, ab wann wird es kritisch und so weiter und so fort. Und jeder dieser drei Abschnitte enthält einige Videos. Der erste ist der wichtigste und umfangreichste, denn da müsst ihr einfach viel Wissen haben oder auch Grundwissen, um sinnvoll die weiteren beiden Themenblöcke erschließen zu können. Wie gesagt, das baut alles aufeinander auf. Und Themenblock Nummer 1, Flugphysik, Flugmechanik und Schiffe, besteht eben aus einer etwas längeren Liste von Themen. Das sind insgesamt 13, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und jeder dieser Punkte, den ihr hier gelistet seht, wird ein Video sein. Ja, wenn ihr jetzt mal genau hinschaut, werdet ihr feststellen, ja, okay, das eine oder andere wurde ja schon in How-Tos behandelt und ich habe ja beispielsweise auch ein kombiniertes How-To für dieses ganze Thema Decoupled Mode, Comstep, G-Safe und so weiter. Da habe ich jedes für sich einzeln kurz angesprochen, aber ich möchte das trotz dieser stellenweise Doppelungen komplett in dieser Flight School einmal umsetzen. Das ist wirklich jedes Video an das nächste anschließt und das Ganze ein zusammenhängendes Informationspaket ergibt, wenn das Ganze mal fertig ist. Und wenn ihr euch jetzt den Abschnitt Nummer 1 anseht, dann merkt ihr, okay, das sind wirklich Basisinformationen, wenn man nicht weiß, was das ist, wie das geht und überhaupt. Und wie sich vor allen Dingen das Ganze in Star Citizen übersetzt. Bestimmte Dinge, die gelten für alle Space-Simulationen oder Space-Games. Andere Dinge wiederum sind Star Citizen-spezifisch. Ich beziehe das aber prinzipiell auf Star Citizen. Gut, Abschnitt Nummer 2 ist dann Fliegen und Manövrieren. Zwinge deinen Gegenspieler zum Reagieren. Und hier haben wir 8 Videos, 8 Abschnitte. Und die, wenn ihr euch das mal hier anseht, sind natürlich auch entsprechend sinnvoll gegliedert. Setzen aber eben auch voraus, dass ihr alles, was in Abschnitt Themenblock Nummer 1 behandelt wird, auch kennt und versteht. Sonst macht das keinen Sinn, was hier beschrieben wird. Also Verfolgung braucht ihr nicht zu tun, wenn ihr nicht wisst, wie ihr euer Schiff sinnvoll und optimal einsetzt. Gut, Themenblock Nummer 3, wenn ihr dann tatsächlich über euer Schiff, die Technik dahinter und alles andere Bescheid wisst und zusätzlich noch fliegen könnt, dann dürft ihr auch rumballern und das ist dann der bewaffnete Kampf, austeilen und einstecken. Und wenn es ums Rumballern geht, geht es natürlich auch darum einzustecken und nicht gleich auseinanderzufallen und dazu wird es auch einige Hinweise und Tipps geben und das Ganze in 5 Videos. Prinzipiell möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass diese Planung zwar durchdacht und auch sinnvoll ist, kann aber trotzdem sein, dass sie geändert wird. Wenn das der Fall ist, werde ich das in diesem Video auch aktualisieren und anpassen und nochmal hochladen, denn diese Punkte, die ihr hier in den 3 Themenabschnitten seht, die werden dann auch in diesem Video stets aktualisiert, also neu verlinkt. Das heißt, immer wenn ein Video hinzukommt, werde ich die hier in diesem Lehrplan verlinken und dann auch in der Beschreibung dieses Videos. So habt ihr dann als Ausgangspunkt von diesem Video immer den Zugriff auf einzelne Themen, die ihr gegebenenfalls nochmal nachsehen wollt. Aber natürlich wird es auch eine eigene Playlist dazu geben, sodass das auch kein Problem ist. Zur Benennung der Videos, es wird wie immer eine durchgehende Nummerierung geben, also beginnend mit 01 bis eben zum Ende und zusätzlich wird es eine zweite Nummerierung geben, die dann immer heißt 1, 2, 3, ja, eine von diesen 3 Ziffern, entsprechend dem Themenblock, Punkt und dann eine weitere Ziffer, also wie eine Versionsnummer, die dann das Untervideo angibt. Also das Video Abfeuern unterschiedlicher Waffensysteme hier im Themenabschnitt Nummer 3 wäre dann 3.3. Ja, so habt ihr eine schnelle Orientierung, in welchem Themenblock bin ich und welches Video ist gemeint. Und so kann ich mich auch darauf beziehen, ohne jedes Mal sämtliche Titel und Abschnitte benennen zu müssen. Gut, das zur Struktur zum Aufbau der Flight School. Gerne auch Vorschläge in den Kommentaren. Noch können wir Veränderungen vornehmen. Wenn es einmal gemacht ist, dann natürlich auch. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Es wird auch kontinuierlich überarbeitet. Denn prinzipiell ist ja auch noch mit weiteren sehr grundlegenden Änderungen von Seiten CIG für Star Citizen zu rechnen, weil das Spiel nun mal noch nicht erschienen ist. Wichtig ist eben aber, dass
ihr einfach versteht, das sind die aktuellsten Informationen, die euch bereitgestellt werden. Wenn sich etwas ändert, werde ich darauf hinweisen und das betreffende Video aktualisieren oder gegebenenfalls eins hinzufügen oder rausnehmen. Also wenn G-Save als Funktion rauskommt, fliegt natürlich auch das ganze Video raus. Wenn G-Save sich von seiner Funktionsweise verändert, wird das Video überarbeitet. Gut. Ja, und um das Intro zur Star Citizen Flight School von Angry Bot abzuschließen, kommen wir zur Begriffsklärung. Eurem ersten theoretischen Teil, ja, furztrocken, aber es geht ganz schnell. Und ich habe ein paar nette Bildchen dazu gebastelt. Nein, keine Tussis, aber trotzdem ein paar nette Bildchen, die euch das Ganze veranschaulichen. Und wir fangen an direkt mit dem Thema Achsen und Drehung. Dazu habe ich ja schon ein eigenes How-To-Video gemacht, auf Anregung eines Users in den Kommentaren. Ich glaube, der Göderich von Uschis Leben war das. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht, aber ich meine, es wäre so. Und hier mache ich das Ganze nochmal mit einem Schaubild. Und was ihr da seht, sind die Längs-, Quer- und Hochachsen. Da sind drei Achsen an der Zahl. Und die Bewegung um diese Achsen, nein, Entschuldigung, nicht die Bewegung um diese Achsen, die Drehung um diese Achsen hat auch eigene Bezeichnungen. Lasst euch bitte nicht von den Pfeilen irritieren, die könnt ihr natürlich auch in beide Richtungen, also die Drehung um eine Achse im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, spielt dabei keine Rolle, es geht nur um die Drehung um diese Achse. Und die Längsachse, das beschreibt das Rollen. Ja, also die Drehung um die Längsachse ist das Rollen, die Drehung um die Querachse das Neigen und die Drehung um die Hochachse das Gieren. Und weiterführende Erläuterungen brauche ich an dieser Stelle, glaube ich, auch gar nicht geben, denn das Schaubild macht es ja hoffentlich deutlich in diesem fancy 3D-Style. Also da kann die aufgebohrte CryEngine von CIG einstecken. Fette 3D-Animation, würde ich sagen. Gut, weiter geht's. Wir haben das Thema Straving. Was bedeutet überhaupt Straving? Im Grunde ist es die Bewegung an den Achsen, also die Bewegung auf der Querachse oder die Bewegung auf der Hochachse, also nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten, ohne die Ausrichtung eures Schiffes zu verändern. Das heißt, so wie es jetzt hier im Schaubild ausgerichtet ist, wenn ihr euch nach links bewegt, dann straft ihr nach links. Das ist Straving. Die Bewegung nach vorne und hinten ist kein Straven, das ist eben die reguläre Bewegung nach vorne und hinten. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Richtungsvektor. Und der Richtungsvektor beschreibt nicht die Bewegung in Richtung eurer Schiffsnase, sondern generell die Bewegung, in die euer Schiff eben gleitet oder sich bewegt. Das heißt, ihr seht das jetzt hier im zweiten Abschnitt, das Schiff dreht sich, vielleicht nach einer Asteroidenkollision, die sehr beliebt ist, aber der Richtungsvektor, der bleibt der gleiche. Das heißt, man muss einfach verstehen, der Richtungsvektor ist nicht die Richtung, in die ihr mit eurer Nase schaut, sondern die Richtung, in die ihr euch als Gesamtheit bewegt. 6DOF, 6 Degrees of Freedom, sehr oft falsch interpretiert und ein großes Diskussionsthema. Dafür gibt es nur eine einzige richtige Definition und die lautet vorwärts, rückwärts, links, rechts, hoch, runter. Das ist die Bewegungsrichtung. Rollen, Neigen, Gieren haben wir ja gerade erklärt im Bereich Achsen und Drehung. Die Drehung und diese Kombination aus diesen sechs Bewegungsmöglichkeiten, also die drei Achsen und die Drehung um diese Achsen, beschreibt 6 Degrees of Freedom. Das ist die einzig richtige Definition. Dann noch eine rein interne Geschichte sozusagen, also Hauptantrieb, Schubdüsen und Booster. Der Hauptantrieb ist das, was in aller Regel hinten sitzt und groß ist. Ja, das ist dann zum Beispiel bei der M50 sind es eben zwei Triebwerke, bei der 300i ist es eins. Und die Schubdüsen, das sind die kleinen Dinger, die für die Steuerung in alle möglichen Richtungen sorgen und eben auch Schub geben, werden auch Manövrierdüsen deswegen genannt. Und der Booster ist, wenn ihr dann die Schubdüsen oder den Hauptantrieb mit maximaler Energie betreibt. Eingabegeräte. MKB steht für Mouse and Keyboard, also Maus und Tastatur. Gamepad und Joystick sind, denke ich, klar. HOTAS steht für Hands-on Throttle and Stick und HOMAS steht für Hands-on Mouse and Stick. Das heißt, wenn ich diese Begriffe und natürlich auch die davor benannten in meinen Videos einsetzen werde, und das werde ich in den Flight School Videos und auch in dem einen oder anderen, wisst ihr jetzt sehr genau, was das Ganze bedeutet. Und wie schon angekündigt, keine Schule ohne Hausaufgaben und die bekommt ihr jetzt und die Hausaufgabe für diese Woche ist, lerne die häufig auftretenden hier erläuterten Begriffe auswendig. Ja, richtig, Kinders. Die müsst ihr einfach können. Ihr dürft nicht erstmal stutzen oder nachschlagen müssen, wenn ich einen dieser Begriffe gebrauche und daher ganz klar einmal durchgehen das Video und ich hoffe, die Schaubilder helfen euch dabei, aber so kompliziert ist es ja nicht und bis dahin viel Spaß.